Seht mir gehen weiter, lass mir hören noch ein paar Rekordierungen. Das heißt, nicht nur ist David Rogoff gewinnt ein talentierter Rezitator, sondern auch ein Wilner. Und Gott sei Dank nicht kein Wilner Dialekt, aber man hört, was war, wie es klingt, das Reden von einem Wilner, ein Film nicht mit Dialekt, wie also, was war ein Call er hat und was war ein Rhythm er redet und ich höre bis ein Echo. Ja, jetzt da haben wir noch Rekordierungen. Tell mentioned of Gedenken Suni Reimer, was is given a Tair Yid. Er hat gestanden von Podolje, es redet der Podolje Dialekt und er pflegt Rezitierung Shalom Aleichems meistens von äußern wenig. Und ich habe übrigens gelernt, als das hat er getan, weil er hat gemeint, dass er wird werden blind. Sesemes heißt es. Et Morgen hat er werden blind, hat er sich ausgelernt. Er sagt meistens Shalom Aleichems auf äußern wenig und sie rekordiert. In er ist geworden. Er ist ja gewesen blind. Ja. Is, weil wir nicht hören keine ganze Erzählung, weil wir haben nicht keine Zeit, aber nur wir müssen hören, ein Podolje Jid, wie er so er redet. Ist das Shalom Aleichems Dialekt, das er lebt? Nein, das ist sein Dialekt. Nein. Ja. In Belgisch zu mir wieder mal, wie er so ist, klingt das Call, was für ein Rhythm und euch, was ist Totem Amalushen? Ja. Ja. Gott, das ist nicht Shalom Aleichems Dialekt, das ist Reimers Dialekt. Esther, am Mainzalele Kuvit Piren, erzählt von einer Hederinge. Nicht von einem Heder, nicht von einem Reben, aber viele nicht von der Reben, die ich erzählen habe. Du smul de kubit pire mel hat erzählen für mein Rebens Tochter. Esther hat sie geheißen. Ob die Esther von der Megille, ich bin als so schöne wie mein Rebens Tochter, so gar kein Kiddisch nicht, wie sie hat also Jois genommen beim König Achashverisch. Esther, dem Rebens, hat Jois genommen bei allem. Allem sie lieb Gott. Affele ich euch. Und affele mein älterer Bruder Mottel euch. Hotscherischen auch größer. Steht in Schiedichem, trug schon ein Säger mit der Keitel. Ob ich mach kein Tues nicht, hat sich ihm schon denzmal geschüttet, ein Bärdeleuch. Er meint, dass ihr weiß nicht, dass du, was er geht, jeden Schabbos bei Tug zum Reben sich verirren. Ein nächtiger Tug. Ein bisschen Manse. Der Rebbe chroppet, wo es der Welt steht. Die Rebbezen sitzt in Reus mit Jedenes auf der Prisbe im Wallake. Mir Hederingler spielen sich ein Mensch in Ei, im Mottl mit Testern, kicken eins auf das andere. Er kickt auf ihr, und sie kickt auf ihm. Oh, wir können auch bemerken, dass er redet ohne Hey. Ja? Er sagt nicht, der Ost ist bei ihm nicht Hey, nur Ei. Und das ist auch sehr verspreit auf Jiddisch, nicht nur in Ukraine. Und wegen dem will ich hier reden, bei der Komiker. Das heißt, beim Hemmschicht von der Sessie. Amul macht sich an mir spielen sich in Kutzibobbe. Ihr wisst nicht, wo das ist. Sag Spieler zusammen, ich kann auch euch lernen. Man nimmt dich, man verbindet die Augen mit der Fatschele, man stellt dich weg mit dem Cheder, ein Chederingler springen und tanzen und kitzeln nach und schreien, gere, 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 hopp mich. Motteln mit Testern spielen sich euch mit ins. Kutzi Bobbe sung sie gefällt sie. Ihr wisst, wo sie gefällt sie. Weil als sie spielen sich ein Kutzi Bobbe, halten sich in ihr Kappen. Er habt sie, sie habt ihn. Ja, das ist sehr eine feine Erzählung, gedei zu lernen, gedei zu hören das Ganze, aber nicht jetzt. Was kann ich euch noch geben? Das ist ein Kutzi Bobbe. Das ist ein Spiel. Das ist Blind Man's Buff, dachte ich. Oder blind man's bluff. Ja. Ja, weil er ist doch nicht gewöhnt kein Proster. Er ist doch gewöhnt ein Mensch, was er kennt, Literatur. Ob man will, hat er Mommeluschen, Onken schon kam, hat man gedacht, er mein Seiden. Mein Seiden ist gewöhnt ein ganz größer am Horiz. Nicht gelernt in jüdische Literatur, nur gelernt ein bisschen dem Vorwärts und hat sich nicht ausgemischt mit anderen Dialekten.
Etwas, was ich habe in der Internet, lassen Sie sich, ich kenne das gefunden, was ist von der Tschernowitzer. Tschernowitzer ist uns ganz gut bekannt, aber ob ihr könnt hören, das ist eine Anekdote, was ist kurz, und könnt ihr hören von einem Hebesen Sof. Lassen Sie sich, ich kenne das gefunden. Es ist doch schon ja da ein bisschen moderne Technologie. Wo ist das hingekommen? Punkt, jetzt sehe ich es nicht. Ich habe es nicht gefunden, im Messer von einer halben Minute, weil ich es sich untergeben. Nicht da, das Mail verfallen. Lass mich hören etwas anderes. Dem Gerer, was ich euch wegen ihm erzählt. Und ihr würdet sagen, mir sagen Sie, es ist geringer, ihm zu verstehen oder geringer zu verstehen, Jürgen Schumacher. Was hast du gesagt wegen dem Gerer? Was hast du gesagt wegen dem Gerer früher? Dass wir wollen dem Herren. Ja. Ja. Das ist ein Interview. Er lebt schon nicht, wenn er hat noch gelebt. Versteht sich, hat er gegeben ein Interview mit der jüdischen Radizio von polnischen Radio, was das euch lebt schon nicht, das hat man vermacht, aber mir ist alles gekommen, das zu rekordieren. Und er geheißen Velvel Karpmann. Er hat gehitten in Besäulem in Gär. Kennst du es machen, Hecker? Ich will sich bei mir, ja, ob es sein Hecker, aber ich darf es nicht wissen, wo das ist. Oh. 2009, dachte ich mir. Er ist gestorben in 2014, wie ich weiß. Wie alt ist er? Er ist geboren geworden in 1926, dachte ich. Er ist gestorben, ist er gewesen, schon in die hohen 80er. Die Zorinor ist, was die Interviewer redet, er sagt zu viel und lässt ihn nicht genug reden. Aber forthört man ihm. Nicht das, was tut sich da? Wer ist mir? Oh. Das ist nicht der. Das ist der Pusche, der reinfährt von dem polnischen Radio. Jeden Gerd, sie sind noch mehr Jeden. Noch zwei. Noch der Churben, wie viele Jeden sind geblieben in Gerd? Herdemochummer gewesen 3000. Es sind 3000 geblieben 30 Menschen. 30, mehr nicht. Alle sind gewesen in Ghetto, im Lager. Ich bin Ghetto Katrablinka. Wie also seid ihr leben geblieben? Die 30 Menschen? Ja. Na, Apua gekommen von Russland. Na, Apua haben wir geblieben in Polen. Sie behalten, in der Behalten? Ja, nicht behalten, ja, bei polnischen Menschen. Und das ist da der Fall mit euch? Ihr habt ja, sich behalten ja, bei ja, ich bin auch gewesen in die 30 Menschen. Und wo sind denn die 30 Menschen, die sind geblieben in Ger? Wo sind sie nicht in Ger? Sie sind auch weggeflogen, kein Amerika, kein Israel. Das ist die Frage, von wo seid ihr geblieben in Ger? Ich? Von was ihr? Ja, seid geblieben. Ich bin geblieben, was mich nicht gewollt herauslassen. Oi, für was aber? No, das ist sehr eine Sache zu reden für Favuis. No, und Favuis? Favuis, als solche Menschen, die so eine Gewehen in Aufstand mit Gagat Gewehe, haben wir das heute Land nicht herausgelassen, nicht herangelassen. Ah, ihr seid euch gewesen in Aufstand? In Aufstand, ja, Warschau. Ah, in Ghetto? Aufstand. Ghetto, ja. Das ja, es kann man bemerken, als in Warsche hat man gesagt, ja, aber er sagt, jech. Ja, echo. Und er sagt euch, gegat, vergehat. Ja, und das ist bekannt. Das ist nicht, Mikrofon, nicht. Das ist bekannt. Das ist nicht nur von ihm. Aber die ganze Kombination, wie er sagt, er redet rein geridisch und nicht mischt mit hinzu, mischt, das ist interessant. Ist, ihr seid arriber in Ghetto in Warsche und ihr seid gewesen in dem Ghetto-Aufstand. Ja, wenn der Aufstand gefangen zwei Wochen, bin ich bei der Nacht rausgegangen von Ghetto in zurückgekommen, KG. Zurück in Ghetto? KG. Okay. Ich bin gewesen bei einer polnischen Familie eine Jahrzehnt bis 44, ein halbes Jahr.
Ja, ich verstehe. Sie haben euch behalten. Ja, ja. Sie haben bekommen etwas Geld zurück? Nein, kein, Sie kein Geld. Kein Geld. Sie sind, wie sagt man, die Rechte. Rechte gute Mensch. Mensch, gute Menschen. Ich verstehe, als nachdem ihr seid gewesen zum Softkrieg bei Otti Menschen. In 44 bis im 6. Monat sind wir rausgegangen dort. Ich bin gewesen behalten in der Stahl, wie steht feiert mit Kie. In noch ein Jahr Zeit, dann müssen wir nachher rausgehen und gehen in Partisan. In die Wälder? Ja. Mit welchen Partisanen? Arme Ludova. Danke, in die Wälder seid ihr gewesen mit den Partisanen bis dem Sof von bis Krieg. Bis die Russen sind gekommen. Dann müssen wir noch geheiratet, zwei Kinder gegarten. Wir leben das so. Das heißt, die Hassene, ihr habt Hassene gehabt, beschast dem Krieg? Nein, noch der Krieg. Noch der Krieg. Mit dem 46. Juli. Und das ist eine narrische Frage, oder eure Freude ist euch eine? Nein, ein polnischer. Nein, polnischer. Von den Partisanen gegen. Ja, ja. Oh, das ist ein liebe Mäuschen. Die Partisanen, meine Frau, Mama hat gearbeitet, waren gerade 30 Juli. Ich wollte euch fragen wegen der Chassides, Chassidim von Ger. Sie gewinnen ein großer Häufig Chassides. Ja. In Ger, was ihr seid gewinnen, einer von seid? Sie begreifen nicht. Chassidim sind gekommen 200 Jahre auf Roshishun und Yom Kippur. Aber sie hat hier etwas Verbindung zu Ort? Nein, gar nicht. Ich wollte gar nicht zitieren mit den Chassidim. Also sie kommen in Ger... Ein Monat, zwei Monate, drei Monate, Juhe. No, also das heißt, alle Chassidim von Ger sind... Alle Chassidim sind Ger weggefahren, ka Ghetto, ka Warschen, für Warschen, ka Treblinka. Ja. Gekonnt jetzt leben. No, einzige von sie sind in Israel jetzt, aber in Ger sind nicht mehr Chassidim. Nein, nein. Und in Ger sind geblieben zwei wichtige Binyonim, Erter. Einer ist ein heiliger Ort von Beis Oilem. Ah, geht noch, ja? Ja. Na, der geht noch, hat man gemacht, noch zum Mohammed zurück, wo der Deutsche mal den Weg hat. Sie sagt Beis Oilem, sie sagt das heilige Ort, sie nutzt etliche Synonymen und jedes Mal besser der Äußern sagt, es geht der Ort. Ja, es geht der Ort. Wieder mal, nicht nur von ihm. Freiheitsstatue. heißt es, als das ist sein Teil von seinem Vokabular. Was darf ich tun? Weglegen. Ja, ich kenne nicht keine Mappe von den verschiedenen Synonymen. Jüdisch hat das Sachwörter für Cemetery, aber es ist klar, dass ein Ger hat nur gesagt, es gibt den Ort. Ja. Was noch hat mir gehört bei ihm? Gegangen? Ja, nicht. Nicht gegangen, und dafür nicht gegangen, nur gegangen, ja, gekommen. Gegart. Und gegart, ja, das haben wir früher damals. Zurückgekommen. Das ist sehr verspätet, das ist gewinnen Lodge und gewinnen Warsche, und ja, das ist typisch polisch-jüdisch, aber wir sollen nicht ganz spoilen. Das ist der Lohn von der Rechte. Kann, ja, erwarte. Ja, ich finde zwei Cannabis, das gewinnt eine Sache weiter gestammt von weiter auf Dorm, hat auch so gerät. Das heißt, es ist verspreit in Polen, ich kenne auch so einen Punkt wie verspreit. Ja. Was weiter auf Meile als mehr. Fällt rein Vokal. Ein Vokal, ja. In Samen Mizrach sagt man Chassidim, aber was weiter auf Meile muss sein Vokal. Das ist ein bisschen ein technischer Ringen. Aber zum Beispiel von Jigan, wir sagen Dvoire. Aber Jigan hat es auch als Dvoire. Und in Meile wird es sicher gewesen, Dvoire oder Dvoire oder etwas. Baroiges. Baroiges, ja. Weil Teil, wie soll man sagen? Teilkombinationen von Konsonanten, ich rede also wie
Wie Pilutski. Was? Ein Wort ein, ja. Das heißt, man unheben Wort kämen gewisse Klangen nicht daraus reden in gewisse Dialekten, ja. Zum Beispiel, Spanischredner können nicht sagen Spanisch, sie geben alle mal zu ein E. Weil Spanisch sind nicht doch kein Wert, aber sie heben sich auch mit Sp. Ist da in Logik und in Weißäußerlichen Ger, sind nicht doch kein Wert, aber sie heben sich auch mit Dw oder X. Kommt da ein Vokal. Und wie gesagt, weiter auf in Mariewiedisch sicher so, in Polisch-Jiedisch zum Teil und in Litwisch und Ukrainisch-Jiedisch sehr wenig. Ist es, wenn ein Student sagt, Hasidim, sollen wir nicht verbessern? Ja, ich wollte euch ausgebessert, aber euch bekennt es von daheim, ja. Nicht ausbessern. Es existiert, ja. Es existiert, ja. Mich hat das euch ein bisschen verkiddischt, aber wie gesagt, als ich schon gehört ähnliche Sachen von anderen, es legt sich auf den Segel. Warum hast du gesagt, Belotte? Ja, das ist auf Ukrainisch, wollte ich gesagt, Belotte. Nein, Blö ist das, das heißt, als eine Kombination kennt, weiß das jeder an euch reden. Bro ist, ich bin ein bisschen überrascht. Bro ist ein Barro. Und die Äpfel ist nicht derselbe da. Ich habe vorgestellt, dass es nicht dieselbe wie andere Kombinationen. Darf noch gefunden, Gigan. Und ihr sagt, ihr habt alles verstanden, was er redet? Ja. 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 Einzige Sorgen, wie gesagt, ist, was ein Interviewer darf nicht fragen, Ja und Nein Frages. Weil man will, der Mensch soll reden, ja? Zu viel hat sie gefragt, etwas, was er hat noch, ihr darf entweder Ja oder Nein. Nur mein Ziel ist gewesen, zu hören, ihm reden was mehr. Was wollt ihr hören? Eine klare Rekordierung oder weniger klare? Ja, ich kann nicht. Ja, das ist die Sache. Es ist eine sehr gute. Ihr würdet mir sagen, sie hört klar. Ich bin nicht, weil ich euch glaube, mir etwas anderes. Das heißt auf dem Schlachtfeld, in der ersten Weltprogramm. Gewalt, Mechis, oi, jetzt ist das einmal gekommen. Hurra! Oi, was will der jetzt einer für mich haben, was will er der Ruhe? Schma, Jesuel, Adeshemel Kaini, Adeshemecha. Ane Shumoloch, Yagib Shalom. Tisu, Yagme, Ayi. Ey, Atare. Peter, Herr Pfeiner, wie kommt ihr da an dem Lchomara? Lass dich nehmen in Gefangenschaft, will ich auch Bausuchung. Was soll ich sagen, also ihr habt mich nehmen in Gefangenschaft? Wird sie müssen geben, mach heiße Kontribute? Kann ihm geben, mach Wab, Gallsteine. Kann ihm geben, mach so viel Meriden, als er hat oben zu teilen, eine halbe Meriche. Oi, was soll? Mir sich auch schön heranlassen, ein Kneidl im Bucherer. So warte ich sie bis Feise. Mir hab seine hier, willst du mir nicht sagen, wie also ihr kommt zu der Schritte? Uschi, den Aprosten Mittwoch, da halt ich etwas ein Brief auf in Mark heiße. Als mit Fatum Maa seine, das meint er war da, weil er geht mit ihnen mit meinen Schiffen. In Mayam bin ich doch geworden im ganzen Semester. Wie komme ich jetzt heim? Was war ein Schiffen? Als ich handel dich gut mit Eufel. Mama, so, ich warte der Hauptnackart auf dem Mann Kaiser als Kmes aushargenen auf hohe Millionen Menschen. Wild fremde Menschen,
Schätze wollte mich heute gewähnen, Mama, ich brauche. Aber... Ihr versteht, das ist zu schwer. Es ist schwer, ja. Zwei Jiden, ein Jid ist von Weißhaus von Österreich, der zweite von Russland. Ja, seine Gretz sich zu erschießen. Da wissen sie, seine beiden Jiden ist. Mit der Mose sind sie der Freund. Sind die auf Dommel gekommen? Ja, ist schon mal gesagt, er bekommt eine Karte von seinem Kaiser. Er hat sich zugeschäppt zu seinen Schiffen, zu seinen Porten. Wie komme ich zu Schiffen und Porten? Ich handle mit Teufels. Ja. Sagt Jigan, ich habe auch bekommen eine Karte von meinem Kaiser, also ich darf aushagen in der paar Millionen Menschen. Will fremde Menschen. Was habe ich zu fremden Menschen? So gewesen man Bespuche. Nur mal Herren. Ja. Ja, er sagt, ich, aber so ein bisschen auch heranlos an der Kneidel im Bauch. Was ist ein Kneidel da? Ist er? A Keul. Er sagt, wart hat sie bis Peisach? Ja. Wart hat sie bis Peisach? Noch einmal von der Rekordierung versteht sich jetzt nicht nur Herren Dialekt und Rhythm, aber das ist auch geborene Jiddischredders. Und jeden Tag haben wir weniger als euch. Ist die Rekordierungen bleiben. Ja, ist. Ja. Bald werden wir Herren etwas klarer. Ich würde auch sagen, der Nazi, also Rhythm, ist nicht schwierig, was ich gesagt habe. Das ist gewöhnlich. Jigan Schumacher, ja. Das ist aber, wenn Vater mal kommen, ist eine Rekordierung, er war von den 30er Jahren. Die, was eben gemacht, noch einmal kommen, sind dann besser, ja. Will ich sagen, also, ja, euch versteht sich jüdische Kino. Man will hören, guten Jiddisch, hat man jüdische Filme. Ich weiß, Mori Schwarz und Moshe Oischer und wir kennen, was für ein Teil ist, was sollst du sie haben, sind sie alle gute Jiddische, das, ja. Kurzschluss in den Häusern. Es kommt eine sicke Luft. Die Knäpplöcher, defekt in die Knäpplöcher. Auf welchen Knäppel ich gebe ein Quetsch, klappt mir das Herz. Ich werde die Schmolz nehmen. Oh, was hat er gesehen? Die Chäferin Duss hat gesehen. Es lief sehr allein. Will ich herauflegen auf die Lebohne, die Chäferin, die... Ich weiß nicht, so irgendwie zu sagen, besser, ich weiß nicht. Na, was hab ich dort zu verlieren? Ein Kopf? Hast du in meinem Leben verloren, wichtigere Sachen, glaubst du mir das? Was ist ein Hand der Kopf? Ohne Wasser kann man nicht leben. Ohne Luft kann man nicht leben. Aber ohne Kopf kann ich ausleben, meine Jungen, soll er viele nicht wissen, als fehlt mir etwas. Besten Simon, ich bin hinten, ja, in der Lebohne, in der Kopf ist schon auf der Lebohne. Ich hab mich gefragt, gut, nicht schämen. Da hinten geht mir schon ein bisschen, oh, sind nicht keine Welt, du. Was für eine Welt, aber es ist eine verdrehte, verkehrte Welt, wo sie gut nicht zu verstreuen mit einem normalen Sachen. Hähne. Die deutschen Handler machen Geschäfte, die mir jeden vier Mal kommen. Das ist eine verdrehte Maße, weißt du? Genau, guck, was du tust. Und wer meint er zwischen dem Schild? Die Russen und die Amerikaner. Na ja. Wenn sie wollten gewollt heranlegen, so viel Geld zu wasen, man kann leben auf der Erde. Wie viel Geld soll man angelegt zu wasen, man kann leben auf der Lebohne. Was wollte denn so gefehlt, wer wollte sich da auf zu fliehen? Ich fliehe, ich warte. Wo soll ich warten? An Natum Kopf soll man reffen, an Natum Bomben soll man reffen, ein Zeichel im Kopf. Ich soll kommen zum Zeichel. Ich bin schon gekommen zum Zeichel. Ich kann den gar wegschenken, die ganze Welt, mit der Geseilis, mit der Gneiwis, sind doch schon nicht mehr, ob die hinten das Wasser für neu. Amul, ich gehe mit der Bartel, ne? Seigel, ich bin Himmel, helfen Sie. Jo, ha, dann wird man weg, ganze Diplomaten, ganze Radars, das ist ganze Schiffen. Schüsse, die Gange zu dem, was immer zu will, man soll noch weggehen, wenn es war. Setzt es an einen Aeroplan, wer hat sie verhabt mit einem Aeroplan zusammen. Lacht. Halt mich, und läuft von der Welt, heute sie gehen machen von der Welt, eine Welt. Also, ehrlich gesagt, die machen es nicht, aber die
Wo sie stecken ran, auf Finger, in der Gluse rein Wasser, um sie eine halbe Uhr hinzuschreiben. Wie heißen sie die Chöver? Die Hippies, die hantige Jugend, hantige Bucher, die hantige Meidler. Und man sieht halt, der Bucher mit der Meidl sitzen im Park, weiß man doch nicht. Wie es halbt sich unter Bucher, wie es los sich aus Meidl. Weißt du, wie soll ich eine Hante kennen? Wer ist es an ihr, wer ist es an sich? Wie kann man das kennen? Beide geile Häusen, beide Reicheren, beide mit Scheitel, beide mit Beet. Wie kann man das kennen? Wer ist der Reihe, wer ist es? Ich weiß, ach, eben, man kickt, geht, man sieht, wer es rettet, wer es heilt. Ich weiß. Hantige Jugend. Der neue Linke. Nur sei er mir gefällt. Der neue Linke. Was wenig zu ist, von der alte Linke. Ach, red von Seifel, das schon gewesen. Ich wollte sagen, Leute, von der hartigen Jugend, von der hartigen Kinder. Kinder. Meine Kinder meint, das ist eine Besser. Sie sind ins Geschmiss. Es verdrießt mich nur, was meine Frau schöpft, finden sie nachher. Sind sie Kinder? Sagt sie, das sagt mir gar nicht. In der Welt hat doch geruhtene Kinder, doch wohlige Kinder. Als Mord sagt, solche Kinder hat man Licht in der Stieb. Aber warte, man wartet die ganze Nacht, bis sie kommen nach Hause. Mir wird gekannt den ganzen Tag, aber... Seid mir komm. Ja, genug Hanoi gehabt, jetzt darf man sich nehmen zu den ernsten Unionen. Ja, sind untergekommen etliche Unionen, was ich nicht mehr wissen, warum zu reden früher, ist, weil ich... Also ich würde sagen, endigen die frühere Session und dann noch herübergehen auf ein neuer Thema. Wie viel Zeit habe ich? Eine halbe Stunde nach sich herrscht? Oh, jetzt habe ich drei Viertel, ist gut. Ja. Mir hat mich gefragt, wegen dem, als in Lomser Gegend, nicht wie so ist reden Träubstumme in Lomser Gegend, nur, also in Lomser reden wir nicht mit einem I. Ja, und das ist, was ist wieder da, Echo? Oh, das können wir neu slashen. Ah. Judelmark hat eine Arbeit, was heißt Unser litwischer Jiddisch, was ich auf Bedege hat, euch zu geben, aber es passt zu lang. Und er weist dann auf drei Minen litwisch Jiddisch. Eine Minute. Wie soll ich das schreiben? Ich muss sagen, das ist Litte. Es ist da Samet. Es ist da... So Walke Lomser Gegend und dann auch sagt er, das ist Stamm Litwisch Jiddisch. Samet, So Walk und Stamm. So Walk, ja. Ja, Samet ist eine Gegend in Litte, So Walk ist eine Stadt in Polen und Stamm ist Stamm. Samet ist bekannt zwischen anderen mit Leihwörtern von Litwisch, was gut Samet ist da sehr wenig, sehr klein, die Sprache von Litwisch, das heißt von den Litwiner. Von Suwalk ist bekannt ist als, sagt Michael, als ein Ein beim Softwort retten wir ein I. Ist da in Amerika ist das sehr verspätet, mit Stimme, aber von Englisch, ja. Die alle chassidische Mädchen, Esti und Chani und Chavi. Aber in Mitteleuropa ist es schon gewesen, euch. In Dorem, Meirev, Litte oder Zoffen, Mitteleuropa, Polen, es werden sich Leute, was ihr Mappe, ihr wollt. Ja. Ist Tati und Mami, ist weißt du, es gewesen der jiddische Dialekt dort und nicht in der Sprache von Englisch. Ja. Chali, ja. Chali hört man da, oder viele Chali. Zu lieb Englisch, aber das hat weiß, was gelebt in Mitteleuropa. Nein, weiß, das ist gewähnt der Dialekt in Suwalk und Arum. Und Lomse ist euch hat helfen von jener Gegend. Das ist ein anderer Dialekt. Wegen dem wollen wir noch reden. Aber jetzt wieder habe ich vergessen, wegen was ich will reden. Oh, ja. Ist das besser oder?
ist Poschett meine Augen. Das ist, ein bisschen gut, 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 gut. Man hat mich gefragt, für was habe ich bei verschiedenen Gelegenheiten gesagt, dass es ein Stück in Galizianer Jiddisch ist. Ah, noch ein Viertel. Galizien ist ein Rajon, aber hat nicht genügend im Dialekt. In Amerika ist man gewohnt zu sagen, auf jeden Jid, was ist nicht von der Litte, ein Galizianer. Aber so heißt es, dass Galizien nimmt darum Polen und Ungarn und ganz Ukraine. Es ist sehr nicht pinklich, ja. Galizien hat nicht keinen eigenen Dialekt. Srov, bitte darf ich am Mappe. Nun, das kenne ich überdrehen und verkehrt, ja. Ist, was hat mir gesagt? Also ist das aus Polen? Ja, und das ist die. Das ist Polen, das ist Belarus und das ist Ukraine. So was darf ihr Google Maps, also ihr habt das. Galizien ist Dornpolen und euch hat Teil Ukraine. Der Teil Polen und euch ein Stück Ukraine ist polnisch-jüdisch. Und das letzte bisschen Galizien mit der Bukowina ist wieder ein Übergang von polnisch-jüdisch auf ukrainisch-jüdisch. Aber Galizien allein hat nicht genügend im Dialekt. Es sind da verschiedene Striche von Galizien, was nehmen sich von dem, was Galizien hat gehört zu Österreich, wo die Landsprache ist gewesen Deutsch, und was trotzdem hat Polen gehört zu Russland, wo die Landsprache ist gewesen Russisch. Heißt es, als Jiden sind gewesen mehr für Deutsch da und mehr für Russisch da. Aber das hat gehabt eine gewisse Spur auf seinem Dialekt, aber es ist zu viel zu sagen, als Galizien hat einen eigenen Dialekt. Ja. Ich habe gearbeitet mit Herzog wegen einem Referat, was er hat klingonisch gedruckt. Was wir heute gefunden haben, als Galizien hat gewisse Archaismen, was wir befinden euch in weit in Sofen, Meyer Keulen, euch. Im Zentrum von Keulen sind sie Reus. Eine zweite Sache ist gewesen, als Galizien hat ein bisschen einen Übergang zu ukrainisch. Ja, das liegt bei der Sache. Die Sache war da. Da ist. Die poor Estreiter, Deutsche, Kaschwau, es war ich nicht, das war ich nicht. Nein, nicht so. Ich habe. Ja, gut. Samen Misrich, wo es ist ein Übergang zu Ukrainisch-Jiddisch. Noch eine Sache, wegen dem will ich reden mehr in der letzten Session, aber ich will das noch ermahnen, als die Patrioten von litwischen Jiddisch wissen schon nicht, als wir sagen, da ist die Grenze zwischen ein bisschen besser, ja. Da ist die Grenze zwischen litwisch-jiddisch und ukrainisch-jiddisch. Ein Sibbe, für was in Zoffen Ukraine sagt, bin Leifen und Käfen, ist, weil das ist einmal gewesen im ganzen litwisch-jiddisch. Und die Grenzen haben sich gerückt. Litwisch-jiddisch ist geworden mehr eingeschrumpft und ukrainisch-jiddisch ist geworden mehr verspreit. Aber dort, wo es so eine Grenze ist, ist wieder ein gemischter Dialekt. Es ist zum Teil das und zum Teil, mag ich sagen, das, zum Teil das und zum Teil das. Aber es ist klar, als die Territorie von Litte, was es einmal gegangen bis daher, da geht bloß bis daher. Zwischen den alle Argumenten gegen dem, als Litwisch-Jiddisch ist der beste Dialekt, ist das, was Litwisch-Jiddisch ist geworden als kleiner mit der Zeit. Was will ich tun? Jetzt habe ich nicht mehr kein Papier. Nein, ich will das noch für euch nutzen. Das habe ich gerufen, der Summit Center von jüdischen Dialekten. Das habe ich zu verdanken Herzogs Dissertatie, The Yiddish Language in Northern Poland. Und ich habe öfter das da Mond, also da ist da Warsche.
Und da ist der Bialystok. Und inmitten ist da Asach ist ergossen, Asach Grenzen. Von jedem, was haben gewohnt in dem Land Polen, aber gerade litwisch Jiddisch, habe ich ein paar Mal gehört, ich bin ein Polischer. Ja? Sie haben sich nicht gehalten für Litwakis, weil sie sind gewohnt polische Bürger. Aber sie haben nicht gerade polisch Jiddisch, haben gesagt, wir sind ein Polischer. Oh. wie gesagt, ist da die Grenze, ist ein Teil von dem, was sie jetzt spoilen, ist litwisch-jiddisch. Bialystok und Lomse, Merwenike und Suwalk. Selbst schon guckt ihr auf Google Maps, wird ihr besser verstehen. Und inmitten ist, wenn sich wie ihr guckt, oder wollte ich gesagt, dass das ist ein Aschiris, ja? Oder wollte ich gesagt, das ist ein Chaos. Weil in dem kleinen Stückel Polen sind die Dialekten so ausgemischt. Also es hat ja ein größer Schott. Wenn ich kann zurückgehen mit der Zeit, wollte ich die erste Minute und ich weiß, schon die ganze Zeit nur sich herumgedreht da in der Territorie. Weil da ist Mamisch in jedem Stückel ein anderer Dialekt. Wir können es ein bisschen anweisen, als da leben Warsche ist mehr polisch-jiddisch und da leben Bialystok ist mehr litwisch-jiddisch, aber inmitten sind da so viele verschiedene Gradaties, als Melanie Herzogen kennt sich verdrehen der Kopf und nicht, weil er schreibt so wie Pilutzki, was die verschiedenen die Fakten sind in so. Wo ist Lublin? Lublin ist da. Lublin ist beferisch polisch-jiddisch, ja. Angefangen, Pilutzki ist gerade ein Chicago Meister. Bashevis hat geschrieben, als sein Tate hat sich verdreht, der hat Geschäften, ja, kennen die Meister? Und hat gedacht, hat man einen Advokat. Hat ihm den geschickt zu Pilutzki. Und Pilutzki heißt ihm sich setzen und erzählen, was ist der Indien. Hebt er uns zu reden. Ist noch ein halber Satz, sagt Pilutzki, sind die nicht von der Lubliner Gegend? Sagt er, ja. Tomaschew? Ja, von meinem Wesen. Von einer Sprache. Red weiter. Ja, Pilutzki ist gewesen der Emissar Henry Higgins, ja. Er hat bald erkannt, dass Bashevis' Tate stammt von Tomaschew, Leben Lublin. Aber er hat nicht gewusst, was er das ist gekommen später. ist, wenn man guckt rein in Herzogs Dissertatie, und ich habe euch zugesagt, nicht nur zu reden wegen Klangen, wegen Reusred, Le Moschel, wie sagt man ein Morgen, zwei? Morgens. Bei der Fall morgens. Was weiß der Ron? Also inmitten ist da morgens und von beiden Seiten sagt man Megener. So wie morgen. Morgen ist er. Morgens oder Megener? Ja. Glock? Glecker oder Glocken. Er hat Glocken inmitten und Glecker von beiden Seiten. Ja. Katzev? Katzovim, aber Jigan sagt Katzovim und es ist nicht klar, er meint Katzovim, sie Katzovim. Aber der Reusred ist inmitten wieder mal Katzovim oder Katzovim. Und wieder, es ist Poshut Azar Reichkeit. Ich kann es nicht übergeben, im Meschk von einer kurzen Zeit, aber ich will Poshut herausschrappen. Und wieder mal, im Moschel, Polisch-Jiddisch ist bekannt, dass man sagt nicht nur gesessen, nur gesitzen. Und da kommt sich aus die Grenze ist eine Minute. Nein, älter weiß. Älter weiß, nein, es geht nicht. Es geht nicht. Mele. Ah, ist das wie die? Ah ja, aber was nicht. Was soll ich? Sanes. Na weil. Ist zurück zu unserer Mappe. wieder Warsche. Und Bialystok.
Ja, zum Beispiel, die Grenze von Gesessener gegen Gesitzen ist also. Die Grenze zwischen Gedarft und Gedorfen, war polnisch jeden sagen, aber Gedorfen, ist also. Ich denke nicht, wer es heute gefragt, wer soll mich kennen, vergleichen die zwei Mappes. Ja. Da und dort hat er etliche Mappes kombiniert. Verricht und verrochten, ist also. Ist, wo ist die Grenze zwischen polnisch, jiddisch und litwisch, jiddisch? Es ist als Grenze. Ja. Als ist alles gemischt. Ja. Ein Polischer kann sagen, gesitzen, aber verricht. Er kann sagen, gedorfen, aber gesessen. Wieder mal, was für Dialekt ist das? Man darf herauswerfen die Stereotypen und nur gehen mit dem Gang. Also jede Städtel hat einen anderen Dialekt. Und jeder Mensch hat dafür ein anderes Dialekt, sag mal. Was heißt? Ich verstehe nicht. Die Frequenzen zwischen den Menschen? Ja, es ist mehr als ein selber Mensch, der so gedorfen und gedacht. Ob es der Benzach, wie oft? Nur weil es ist. Man hat gar nichts zu mitteln, ja, das zu tun. Bis dann kann man äußern, die rekordieren gehen und allein das allein tun. Aber von den Rekordierungen kann man schaffen, nicht nur die drei Bände, die es besitzt, man kann schaffen zähnlicher Band. Also es ist so viel, es ist so reich. Aber es darf sein, wer soll es tun. Ja, ja, es heißt, es, wenn ich gehe zurück in der Zeit und ich komme an in 19. Wenn es wohl gewesen eine gute Zeit, dann zu kommen, in Polen. 1912? Hm? Wie möchte das überformulieren? Was für ein Jahr wohl gewesen Kedai? 1912 oder lassen wir sagen 1927, weil 1930 ist schon gewesen schlechte Zeit. Ja. Lassen wir sagen mit 90 Jahren zurück. Ich komme auch in Polen. Das erste Städtel, was ich will sehen, ist Wischkewe. Das ist nicht weit von Warsche. Wer sagt, dass jedes schreibt mir nicht von links auf rechts? Ob das ist Warsche, Wischkewe, ist nicht weit von Warsche. Aber in ganz einem anderen Dialekt. Das heißt, es ist takipolisch jiddisch. Aber Wischkewe, auf wie viel mehr Wesen ist das einzige Städtel, wo man sagt, wo man redet das Wort Arois, nicht sein und nicht sein, nur sein. Sein. Und beiden. Und freigen. Und etliche Menschen da haben Bekannte, was reden also. Das ist keine Feigl und Irmischbuche. Ja, weil der Mame hat gestammt von Wischkewe. Ist das habe ich gehört von lebendigen Menschen, sei zu einem zweiten da. Ich habe Mame nicht gekannt. An Ein, was wir reden, Reus E, und was polnische Juden reden, Reus E, reden sie Reus Ei. Freigen? Freigen, ja. Freigen. Betten. Betten oder beten ist beiden, ja. Leiben kann sein das und es kann euch sein das. Ja, sei Lions, sei Life. Das ist beides ein Leiben. Ein Städtel. Wie kann es sein, dass ein Städtel hat einen ganz anderen Dialekt? Auf dem habe ich nicht genannt, für Sisazoi. Also ein Städtel hat gehabt als ein Dialekt. Wenn es wollte, gewinnen weiter jeden in Wischke, wir wollten, dass wir damit untergegangen sind. Von allen Dingen lacht man, ja? Man lacht von Sabbesdickenlosen, man lacht von Totemomeluschen, man lacht von Chirikloschen. Von dem wird man auch weiter gelacht. Ist, meine ich, als, ich habe mal wegen dem geschrieben, als, viele, wenn nicht der Churban, wollten wir gehabt, als Sache von denselben Konflikten wegen Jiddisch, wie wir haben meint. Und ich meine, als Punkt, wie die Menschen, die reden Chirikloschen, haben sich bemüht, das Arois zu werfen und Sabbesdicke lassen, Avade und Avade.
Wer hat Jörg nicht, sich nicht geschämt zu reden, Sabesnik, unser bekannter Schmerl Weiß? Weil er ist Poshit gewesen, ein Volksmensch, und er hat nicht gewusst, als er redet etwas anderes. Ja? Er hat gehört, was er wie er hat geredet. Ja? Ist Smerl? Smerl, ja. Smerke. Nein, er ist gewesen Smerl, nicht Smerke. Lass dich also nicht, ich weiß nicht, von Smerl. Ja, gegessen gefüllte Fies und ja, versteht sich. Wir haben von ihm gelacht, er hat gemeint, dass man lacht von seinen Witzen. Er hat tatsächlich erzählt Witzen on a soft. Von den Witzen hat man gelacht, aber man hat noch mehr gelacht von seinem Dialekt und er hat das nicht gewusst. Ja, er hat den ganzen nicht verstanden, dass man lacht von seinem Dialekt. Das hat er geredet, weiter sein Dialekt. Die, was oder sind in Aktionen oder sind ein bisschen naiv, haben weiter so geredet. Ja, ja, das ist, ja. Ja, kimmat. Fratig dich, ja. Nicht sabes dich, nur freitig dich, ja. Ja. Ich sage ein bisschen nicht zu glauben, wie reich ist die Territorie. Und Wischgewe mit seinen modernen Eien ist voll polisch-jüdisch, ja. Und ein bisschen weiter sind da andere Städte, ich weiß, 20 Mal, 30 Mal, was klingen im ganzen Litwisch. Und dann noch inmitten sind da Städte, was klingen im ganzen Ukrainisch. Heißt das als, jetzt muss ich, da habe ich ein Stück Papier. Und wir kehren sich um zu der Mappe. Oh, das ist sehr schlecht. Nein, ich darf noch ein Stück Papier. Das ist nicht schlecht. Das ist ganz gut. Das ist ganz gut. Und das? Ist in Tocherein haben wir drei Dialekten und da Mikrokosmos von sie alle. Ja? Ist, wir kennen das, wenn wir machen die Mappe ein bisschen. Und also wie in Herzogs Dissertation. Kämen Ton Azoi, und Azoi, und Azoi. Heißt es als, wir haben weiter die drei Dialekten, aber Azoi zu neu gepresst. Und zwar wusste ich, wenn ich kenne zurückfahren mit 90 Jahren zurück, wollte ich gegangen zu Fuß von einem Städtel in ein Städtel und gehört, wie viel ist es anders, ja? Perl Tetelbäumstater hat gestammt von der Städtel Govorova. Zwischen Govorova und Wischgewe ist dachte ich 20 Meilen, aber es ist Tag und Nacht. Govorova wollte gekannt sein Ukraine und Wischgewe wollte gekannt sein eine Sache weiter in Polen. Das heißt, es ist also wie ein Krieg zwischen Danet und Danet, in Mesche von 20 Meilen. Wegen dem schreibt der Hacke Herzog, als er hat sich noch gefragt wegen Polen und wegen Polnisch und wegen Weißrussisch. Das ist Weißrussisch gewesen, mehr weißrussische Territorien, historisch. Und man weiß nicht von Kinschum, geografisch, topografisch, es ist nicht ein Berg, es ist nicht ein tiefer Teich, es ist nicht gar nichts, was von dem soll man dringen, als aha, was für was ist so ein anderer Dialekt. Was ist der Entwurf?
Wegen Polnisch? Wegen Polnisch weiß ich nicht. Ich weiß nur, als man geschrieben hat, als Weißrussisch, was, wie gesagt, ist das historisch ein Territorium mehr von Weiß, mehr Weißrussen wie Polaken, ist nicht da als eine Grenzbasis. Wie ich früher damit Leute wechseln und das war gerecht, ist die Grenze zwischen Litte und die anderen Dialekten nimmt sich von der Amoriker polnisch-litwische Meluche. Aber da, es ist wieder, ich habe schon ausgerechnet, dass so viel unverantwortete Frage ist, ist, da hat ihr noch eine. Ja, es haben mir heißt es herumgeredet, dass als oder ich habe der Mond, also in einem gewissen Sinne redet jeder Mensch anders. Ja. Jeder Mensch bringt daraus jeden Klang ein bisschen anders. Und heint rede ich Punkt nicht so, wie ich geredet Nächten. Das heißt, die Artikulation ist ein bisschen anders und das ist ein bisschen anders. Aber wir orientieren sich nicht auf dem. Ja, wir hören sich nicht zu den Worten. Wir sind natürlich nicht bekeuert, das zu hören. Weil wir normale Menschen wollen verstehen, was der Zweite redet und nicht nur, wie gesagt, sich zuhören zu dem Eufen reden. Das lassen wir bei Frau Tschudakis, also wie ich. Das ist auch schon mit seiner Lehrerin, du sollst das ganz abzumachen. Ah, das? Ja, ich bin sicher, als Mama fällt euch an solche, oder fällt euch an solche Malereien, ja, an solche Zeichnungen. Ist, wenn man das, in Wemmender Mond ist, mehr Picasso, zieh mehr Matisse. Woodstock. Was? Woodstock. Woodstock. Das gefällt mir, Dafke. Ja, es heißt, dass wir kennen Gefinnen Kollege Chilukim. Judenmark ist ein Spezialist auf dem. Wir gefinnen sehr, sehr dienliche Chilukim zwischen Wörtern, zwischen Zeitchen. Und ich mehr geredet, ein bisschen lassen hören. Ich halte nicht so von dem größten Wörterbuch, weil Mark hat einmal 12 Definitions von einem Wort, was ein Tocher ein ist, ist 3. Ja. Nein von den 12 sind in Poshit nicht relevant, weil er Poshit übergehaselt mit anderen Wörtern. Ist euch mir will, kämen auch mal gefunden, ob es achillig. Aber da ist es, Mama nicht suchen. Da ist klar, als in jedem Städtel ist es anders. Wie gesagt, es ist ein anderes Gemisch. Ich kann geben noch. Ja, der Chilik zwischen mir und mich. Alle wissen, wegen was ich rede? Das sagt auch nicht kein mich. Ja, in Litte ist nicht doch kein mich. Das ist der Stereotyp. Wo ist aber da die Grenze? Ungarn. Er gibt es da inmitten. Ja. Aber viele Warsche, wenn ich spreche mit Warsche, wackelt man sich einmal. Nicht mir mich, nur ihr sie. Das ist etwas anderes. Das ist le Moschel, ich meine nicht Wort aus, ich meine Wort in. Le Moschel, er stört und er stecht. Das darf sein ein Reich, sagt mir Michael. Es sind da etliche Gegenden, wo man redet, er uns beide stecht. Es ist, ich habe es gehört von Ayid von Litte, von Zoffen Litte. Ich habe es gehört von Ayid von Zofen Ukraine, das heißt in ganz anderen Gegend. Es ist zerworfen. Teile solcher Sachen sind zerworfen auf der Mappe. Ich habe es gehört, oh, Schickel Fischmann hat also geredet. Ja. Heißt es, es ist da in Litt, es ist da in Wolin, Podolje, und inmitten ist es nicht da, weißt du es. Ja. Da ist etwas anderes, da ist das eine grammatische Linie und zum Beispiel, wie darf man sagen? Es geht mich nicht an oder es geht mir nicht an? Leute, die Grammatik ist, es geht mich nicht an. Es art mich nicht. Ja? Aber viele Menschen, die sagen, es art mich nicht, werden sagen, es art ihr nicht. Also es art nicht, aber es art nicht. Es
Nein, das ist etwas anderes, das ist etwas anderes. Weißt du, als man sagt, es art sie nicht, klingt das moderner. Ja, es klingt also wie sie wohl gewendet das Subjekt. Es sagt man, es art ihr nicht. Es geht ihr nicht an. Versteht sich, sind da Menschen, die sagen euch mir, aber viele in Warschau, wo es da sehr klare Chilik zwischen mir und mich, wackelt man sich. Und das ist wieder einmal. Die Grenze zwischen bloß mir und mir mich ist irgendwie da. Aber zum Teil ist es in Warschau. Ihr nehmt es auch immer Warschau euch. Und was wir haben früher geredet, wegen Wörter. Ja? Misrach Europa sagt Jarmulke, Meier Europa sagt Kapelle. Wie weit geht aber in dem Grad Meier Europa? Bis Warschau. In Schleichers mit dem Wort ist Warschau Meier Europa. Ja? Es geht von dort. Und Baba Hashem ist nur Moschel, was er ist nicht im Ganzen in der Warschau gewesen, aber mehr weniger ist Kapelle. Sehr selten wird hier sein, weil im Jahr mal geht euch beklau. Aber wir machen ein Bemerk wegen mir und mich. Das steht auf dem Weg, steht der Heu. So, schon sämtliche Juden hört man und sieht man in verschiedenen Fällen, soll ich zu dem Mann und Herr, soll es mir noch nicht sterben. Ich habe letztens gehört, der Rekordierung, die Mann geht allein, lenkt sein Lied, soll ich zu dem Mann und Herr, soll es mich noch nicht sterben. Ja, ja, ja. Sterben ist eine von den Verben, wo es wackelt sich, zum Beispiel. Ich heiße dir, ich heiße dich. Ja? Auch viele Menschen, die haben dich, sagen einmal, ich heiße dir. Ja? Das heißt, in der Ukraine, wo man hat beide, kleidet man uns dativ. Ich heiße dir, ich heiße dich. Ja? Ich sterbe dir, ich sterbe dich. Das ist wieder, das stimmt nicht mit der stereotypischen Mappe. Euch in dem Lied sage ich etwas anderes. So die Mama nicht der Lust, wären mich ein Vogel, sie wären mir ein Vogel. Vogel darf sein mich, ja. Aber ich sag mal, helfen mir. Und ich meine, dass es nicht enttäuscht. Ich meine, dass das klingt bestimmt natürlicher, Teil Singers. Weil die Singers können gefunden genug Teus in euch, aber das meine ich, ist bestimmt an ihnen von, was klingt natürlicher. So die Webers, als sie beklingt, sagt sie nicht natürlicher, viele Bavarschewer. Was habe ich da? Oh, Herzog, ja. Ist da ein Chilek zwischen Dativ und Akkusativ? Ist da ein Chilek zwischen Dativ und Akkusativ? Es wendet sich in Dialekt, in Litwisch-Jiedisch nicht. Und zum Teil in Ukrainisch-Jiedisch nicht. Und auch viele da und dort wackelt man sich in Warschau, wie ich habe erst gesagt, ja. Im Prinzip ist es Litte, Litte nützt man nur mir und dir, und keine zum Teil, und im Polisch-Jiedisch älterweis ist da wackelnisch. Versteht sich, wir sagen die Bobbe oder die Babe oder die Bubbe. Und heute geht es zu mit, was darf sein? Das ist zwei verschiedene Jungen. Lass mal anheben mit dem. Mit die Bobbe zieh mit der Bobbe. Wer stimmt für der? Wer stimmt für die? Sei Warsche, sei Wilner, sagen die. Aber in Mitten sagt man der. Frag mich nicht, für was. Das heißt, ich kann auch ja sagen, öfter für was. Oi, man hat etwas in Mitten und dann hat man etwas anderes von den Randen, heißt es bei der Chal, als das ist älter, das, was ist geblieben bei den Randen, es hat sich gemacht, etwas an Innovation in Mitten und hat abgestoppt in der Zeit die ältere Formen. Es kann sein, als alle Jiden haben gesagt, mit die Bobbe und dann ist er reingekommen mit der Bobbe und hat abgestoppt in der Zeit. Also, das Warsche und Wilne sind gleich, aber nicht inmitten. Bobbe und Bobben. Ich habe gemeint, dass Bobben ist Litwisch-Jiedisch, aber in der Literatur sehe ich es bei Jiden von allen Dialekten. Aber,
Ob ihr gesehen den Film wegen Shira Gorschmann, was Boris Sandler hat gemacht. Sie sagt, der Film ist Bobben, sie sagt Bobben. Wir gewinnen bei der Bobben. Und das ist Norlite. Und Ausschwanger? Verstehst du, dem Taten, dem Reben, dem Bären. Ja? Ich habe gesehen, ein Bären gehen in Gas. Bär. Ein Bär, gesehen, nein, es ist ein Witz. In einem Witz sagt man, ein Bär gehen in Gas, es ist nicht Bär, nur Bären. Mit demselben nun was bei Taten. Wie kann das sein? Und Ausschwanger ist ein philistischer Tieflütter, er ist von Polen. Ja, er ist ein Pelischer gewesen. Heißt es, also viele dort, wo es ist, wir können gehen zu Fuß und schon sein in Polnisch-Jiddisch, hat man geredet mit einem modernen litwischen Suffix. Weil wenn man fällt es ein, zuzugeben, man nun bei Achaie, war ein Mensch, ja, bei Achaie, das ist doch typisch für Menschen, ja, ein Jiden, ein Menschen, ein Reben, ein Taten, ein Seiden, ein Bobben, ein Mammen, ein Bären. Ich rede nicht, dass Ausschwanger hat das alles getracht. Ich prüfe es da mal, wie es da noch. Ich gedenke nur Bären, es kann sein, dass es da noch Hai ist. Ja, das heißt, wenn es ist, zu gesund, wenn es ist anthropomorphisch, wenn es ist ein Hai in einer Moschel, was fühlt sich wie ein Mensch, das legt sich auf den Seichel. Aber da redet sich Poshit wegen einem Bär, was ist von Wald, die kommen in den Städtel rein. Nicht anthropomorphisch im Ganzen. Es wollte ich euch rekommendieren, die größte Meile von Ausschwangeren und euch der größte Chisoren ist, wo seine Anekdoten schreibt er mit englischen Äußers. Das ist ein Chisoren, ob man will lernen in Jiddisch, aber es ist eine Meile, ob man will erkennen sein Dialekt. Weil alles, was er kennt, nicht übergeben mit jiddischen Äußers, sagt man mit englischen Äußers. Ja, und so das Sache, sagt Chikave Sachen, ich wollte gekannt reden wegen dem eine ganze Nacht, aber oder wollt ihr entschlafen geworden, oder ich, oder wir alle. Das muss man warten auf eine andere Gelegenheit. Was noch ist da? Oh, weiter Herzog, was noch? Falsche Chikave Sachen hat Herzog. Ja, bei Herzogen ist ein Jahr da, wie gesagt, Mapesur vergleicht etliche Werte. So die ganze Serie Wörter, was endet sich auf R. Euer und teuer und Leber und Leder und so weiter. Wie darf man sagen, Leber ist der oder die? Ja. Aber dachte ich, als ein Liter ist der. Leder. Nicht die? Ich meine, oder das oder die. Teuer. Aber euch das. Euer. Das. Aber euch der. Fenster. Der. Der und das, ja. Ja. Das stimmt mit Deutsch und stimmt mit den Älteren und der stimmt mit Litwisch-Jiddisch. Aber wieder mal, aus Litwisch-Jiddisch lauf darfke. Punkt, also wie wir haben gesehen, für die Wasser ist, die Wasser geht euch rein in Ukraine. Und dasselbe mit euer. Bei der Klau, beispiel das Land, das Eug ist ganz dorm. Nur ein Liter ist da die Eug. Aber das Fenster ist nicht ganz dorm. Das Fenster ist Polen mit ein bisschen Ukraine und der Fenster ist Liter mit ein bisschen Ukraine. Ja, das habe ich gesagt, ja. Es heißt, es ist wieder einmal Stereotyp, ja? Ich darf wieder machen eine Mappe. Wir können das sehen in Herzogs Arbeiten. Er hat wieder ein Saar. Und er geht sich wegen Eug ist die und das. Und da ist die Grenze. Aber er geht sich wegen Fenster. Ich habe das nicht. Eine Minute, ich habe es ja. Was rede ich? Ich habe es ergibt ja da. Da. Und ich weiß nicht wo, Meile. Nun, lass mich euch noch weisen, was kommt da raus, wenn er gießt zu neuen fettlichen Mappes?
Das ist etliche Wörter zusammen. Ihr seht, wie sie decken sich nicht. Ja? Wie also, wir können nicht sagen, als Litte, Polen, Ukraine. Es ist alles ausgemischt. Und nun da geht das Volk von der Mappe. Nicht wie ist es ausgemischt? No, du weißt, da war der. Wenn er prüft, weisen etliche Werte zusammen, ist es, wie es wird ausgemischt. Ja. Ja? Unser Schöpfer Schoske Reisel Juni ist nicht da, weil sie hat sich herausgesucht wegen gefüllter Fisch. Ihr gedenkt die Mappe von gefüllten Fisch, ja, aber das ist da bei Herzogen. Er hat da seine Grenze zwischen Warschau und Bialystok. Und was wissen wir wegen der Grenze? Als? Das ist nicht Emmes. Es ist zum Teil Emmes. Was für ein Fisch isst man in Warschau? Was für ein Fisch isst man in Bialystok? Salz und Pfeffer. Salz und Pfeffer, ja. Ich habe eine Mumme, was ihr Tate hat gestammt von Warschau und die Mama hat gestammt von Slutsk. Das habe ich als Sachmenschen schon erzählt, öfter hat ihr schon gehört. Habe ich gefragt, meine Mumme ist Mama, wie soll ich macht ihr gefüllte Fisch? Hat sie gesagt, bis der Hassene ohne Zucker, noch der Hassene mit Zucker. Perfekt, ja? Weil Slutsk ist da und Warschau ist da. Aber Schoschke Reisel hat gemacht eine Gewalt, sie sagt, dass in ihr, bei ihrer galizischen Sprache ist nicht mit Zucker. Das ist die Zorn. Wir wissen nur, wo die Grenze ist da. Wir wissen nicht, wo die Grenze geht weiter. Wie? Efter hat man das vorher kolliert mit Tint. Ich meine, bei uns ist nur gewinn gesalzen, besalzen mit Pfeffer, Kreml nicht süß. Es heißt, es ist also mein Seide, was gestampft von da ist, weißt du, es ist euch gewinn auf der Pfefferter Seite. Gott, er ist nicht gewinn kein Litwag. Wie ist bei euch? Nein, nicht. Ja, ja. Ja, es wissen wir, haben wir nicht keine Mappe, aber wie viel ich weiß, weiter wie da. Ist es nur ein bisschen süßer und ein bisschen versalzt? Nur noch her, aber wir wollen reden wegen Rezepten, ist das wieder ein anderer. Rezepten, so wie die Plätzchen, es gibt eine solche Äußerung. Was? Also es gibt nicht den ganzen Sitz und nicht den ganzen Versalz. Das kann sein. Die Protein weiß ich nicht. Punkt, was für ein Rezept ist gewesen und wo. Aber von Herzogen wissen wir auf sicher, als so ist das in Zoffenpoil. Gut, meine ich, als jetzt habe ich rausgebracht, alles, was ich gewollt habe, wegen dem Indien. Ich habe schon jetzt Zeit einfach kurz auf Socke. Und danach habe ich sehr eine Sache zu reden. Ist, weil ich erwarte nicht verändigen.